Da boxt der Papst mit Grete Weiser. In Cottbus ist was los! Da liegt Wurst Achim Gold richtig. Ob Aal-Ole, Käse Max oder der holländische Blumenkönig, alle wollen die Cottbusser zur Kasse bitten. Und während Wurst Achim die Tüten vollpackt. Eine extra, eine dabei. Weitermachen? Ja, bitte. Gibt's noch mehr? Noch mehr, mein Schatz, so schleppen, dass deine Stadt zerreißt, Leute. Hier 20 und die Mann nochmal, ich versprochen. Auch 20. Will der Blumenkönig seine Orchideen loswerden? Hier ein Wahnsinnangebot! Kein 35, kein 25, 15! Jetzt extra von Cottbus mit Übertopf! 10 Euro, meine Dame. Jawohl, da geht's schon wieder ein. Du auch da. Der Altmarkt ist die Arena der Marktschreier. Jeder will hier seine Ware loswerden. Da geht's untereinander auch mal ein bisschen rauer zu. Holländer! Ich hör dich gar nicht! Er macht nichts. Er steht noch. Lass es schlafen. Das kann der Holländer nicht auf sich sitzen lassen. Was, Achim? Komm mal! Ich fress dich auf, du Schweinemörder! Ja! Dafür hat Wurst Achim nur ein müdes Lächeln übrig. In Wahrheit sind die beiden nämlich gut befreundet. Außerdem hat der selbsternannte lauteste Mensch der Welt eine Stimmbandentzündung. Da muss er zurzeit ein bisschen kürzer treten. Aber spätestens beim Feierabendbier ist zwischen den beiden alles wieder in Ordnung. 45 Veranstaltungen machen wir im Jahr und jede Woche in einer anderen Stadt in Deutschland. Ich sage, über tagsüber kriegen die Kollegen Feuer und abends können wir zusammen Bierchen trinken. Wurst Achim ist seit 30 Jahren im Geschäft. Seit den 90ern kommt er nach Cottbus. Die Cottbusser stehen nicht so auf derbe Sprüche, sagt er. Ein guter Tipp für den Holländer. Der ist zum ersten Mal hier und will auf dem Altmarkt seinen Rekord brechen. Und ich habe Angst, dass ich heute den schon knacke. 5.555 muss ich dieses Mal schaffen. Und die schaffe ich heute. Die Orchideen gehen gut weg. Denn verkaufen können die Marktschreier. Da landet bei vielen dann doch mal ein bisschen mehr in der Tüte, als eigentlich geplant war.